Liebe ist natürlich sehr wichtig im Leben. Ich denke, ohne Liebe, ja, kann man nicht vernünftig leben, ob jetzt vom Freund oder von der Familie oder von Freunden. Also ich denke, man sollte immer Liebe spüren und auch immer Liebe zeigen. Ja, ich bin verliebt. In meinen Freund bin ich verliebt. 4 Jahre sind wir zusammen. Ich habe meinen Freund kennengelernt durch meine Cousine. Ich war mit ihr zusammen in der Kirche. Er war mit seinem Cousin in der Kirche. Und ja, da habe ich immer nach hinten geguckt und dachte, hä, wer ist der Typ? Ich kenne ihn gar nicht. Und fand ihn halt schon ziemlich süß und habe dann zwischendurch immer rüber geguckt. Und er hat das wohl gemerkt und hat mich dann am selben Tag noch angeschrieben. Und ja, dann haben wir ein bisschen geschrieben und uns dann bei seinem Cousin mit allen zusammen getroffen und uns kennengelernt. Und ja, seitdem sind wir jetzt zusammen. Ja, es war halt schon ein Zufall, dass ich da mit in der Kirche war und er auch. Er geht da eigentlich auch gar nicht hin. Also es war schon ein mega Zufall, aber ja, ich bin froh, dass wir da beide am selben Tag waren. Er hat einfach nur Hey und ein Smiley geschrieben und er hat auch erzählt, dass er sich nicht getraut hat, das abzuschicken und sein Cousin das abschicken musste. Ich glaube, wir haben gar nicht so lange geschrieben, 4 Tage vielleicht. Das war auch noch in den Osterferien, dann ging ich noch zur Schule und er auch. Und dann nach 4 Tagen ungefähr am Wochenende haben wir uns bei seinem Cousin getroffen und gegrillt. Und da haben uns dann unsere Freunde mal alleine gelassen, dass wir uns auch so mal unterhalten konnten. Und ja, dann hat man direkt gemerkt, da funkt's. Ja, bei unserem ersten Treffen gab es tatsächlich schon direkt den ersten Kuss. Ja, ich hatte sehr Angst. Ich hatte noch nie davor so einen Freund und habe auch noch nie Jungs mit nach Hause gebracht, außer so freundschaftlich, wo man aber, also die ich schon von klein auf kannte. Ich hatte sehr Angst davor, meinem Papa das zu erzählen. Ich habe ihm das dann irgendwann erzählt und dann, ja, erstmal war er so geschockt und meinte so, hey, wie, du hast einen Freund, du bist viel zu jung. Aber dann, ja, ging das eigentlich recht gut und wir haben sich dann schnell kennengelernt. Mein Papa hat das ganz gut aufgenommen und ja. Ja, also mein Papa hat ihn schon ganz schön gut unter die Lupe genommen und geguckt, ob das auch ein vernünftiger Junge ist, aber das ist er zum Glück und von daher läuft's ganz gut. Ich mag besonders an meinem Freund, dass er einfach so ein liebenswerter Mensch ist. Also der wird niemals mir irgendetwas antun oder der kann, glaube ich, nicht mal richtig sauer auf mich sein. Also das ist so ein ganz, ganz herzlicher Mensch und der bemüht sich echt am Anfang. Der hat sich so viel Mühe gegeben, mich irgendwie rumzukriegen. Und auch jetzt, ich kriege jeden Monat noch Rosen von ihm. Also das kriegt, glaube ich, auch nicht jedes Mädchen. Und solche Kleinigkeiten schätze ich voll. Er liebt an mir, dass ich einfach immer ehrlich zu ihm bin. Ich sage ihm sofort, wenn mich irgendetwas stört. Und ja, ich versuche auch immer ganz lieb zu ihm zu sein und mich ein bisschen zusammenzureißen, wenn mal irgendetwas ist. Wir Mädchen sind alle mal zickig. Ja, wir unternehmen viel und er mag es einfach, dass ich so ein offener, lustiger Mensch bin. Ja, also ich freue mich immer über seine Geschenke und er merkt das halt auch, dass ich mich freue. Ich mache ihm auch immer Kleinigkeiten, ich bastle ihm einen Adventskalender oder kaufe ihm irgendetwas, so auch Kleinigkeiten, wo er einfach so merkt, oha, die weiß, was ich mag, also auch wenn es nur ein Red Bull ohne Zucker ist. Also das sind halt so die Kleinigkeiten, die er auch schätzt und die ich auch merke und ja. Nee, wir wollen erst zusammenziehen, wenn wir geheiratet haben und das kann noch ein bisschen dauern. Ja, wir kennen das so eigentlich von unseren Familien, von den Verwandten, dass man halt erst zusammenzieht, wenn man verheiratet ist. Und ich finde das auch ganz gut so. Ich finde, dass sonst die Hochzeit irgendwie nicht mehr so ein krasser Schritt ist. Und ich finde das eher schön, wenn man heiratet und dann erst zusammenzieht. Er darf natürlich mir keinen klassischen Antrag im Restaurant machen. Also das finde ich jetzt ein bisschen einfallslos. Aber so genau Gedanken darüber habe ich mir nicht gemacht und will ich auch eigentlich nicht, weil es soll halt auch eine Überraschung sein. Aber ich glaube, er wird sich da auf jeden Fall viel Mühe geben, weil er weiß, dass ich nicht so leicht zu beeindrucken bin. Also ich glaube, der steht da auch schon so ein bisschen unter Druck. Und ja, der wird sich auf jeden Fall viele Gedanken machen und dann hoffentlich einen richtig schönen Antrag machen. Ja, natürlich streitet jedes Paar mal, bei uns ist es auch so, wir streiten auch mal, aber das sind meistens einfach nur so dumme Missverständnisse oder einfach Kleinigkeiten, was total unnötig ist. Also so einen richtigen Streit oder sowas, klar hatten wir schon, aber nichts
Gravierendes oder also er ist noch nie fremdgegangen oder irgendwie sowas. Also sowas gibt's bei uns nicht. Also ich bin schon manchmal ziemlich zickig, das mag er nicht. Und was er gar nicht mag, ist, dass ich so selbstkritisch bin und dann sage, ich sehe hässlich aus oder sowas. Also das kann er gar nicht ab, weil er versteht das nicht, warum ich so denke. Und ja, da will er mir am liebsten gar nicht mehr zuhören und einfach nur abhauen. I thought I had you on hold. Ich komme damit eigentlich ganz gut klar, ihn nicht so oft zu sehen, weil wir uns so oder so, wenn überhaupt, am Wochenende sehen. Dadurch, dass er arbeitet, ich arbeite, da kommt es einfach nicht dazu, dass man sich in der Woche sieht. Manchmal sehen wir uns auch am Wochenende nicht, weil er da irgendwas vorhat oder ich. Und deswegen, also bis jetzt fällt es mir noch nicht so schwer, dass wir so lange getrennt sind. Ist natürlich schade, wenn man jetzt so gar keinen Kontakt hat, das ist immer noch so eine andere Sache. Aber es ist bei uns halt auch oft so, dass wir mal einen halben Tag oder sowas gar nicht schreiben oder ähnliches. Nee, ich bin eigentlich gar nicht so der eifersüchtige Typ, weil er gibt mir gar keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Er hat eigentlich eh keinen Kontakt zu Mädchen und wenn, kenne ich die. Und ich weiß, dass er niemals irgendwas machen würde, was mich verletzen würde. Also ich habe eigentlich gar keinen Grund, eifersüchtig zu sein.